Al-Wara'u ist eine Form der Furcht. Man nennt es im Deutschen, wird es oft als Frömmigkeit übersetzt. Al-Wara' ist die Furcht, die sich dazu antreibt, Zweifelhaftes zu unterlassen, aus Furcht davor, in etwas Verbotenes zu fallen. Aber man muss hier sagen, Zweifelhaft, nicht alles, was du als zweifelhaft empfindest, ist in der Scharia auch etwas, was man Mushtabih nennt. Manche Menschen haben nämlich einen Hang danach, alles als zweifelhaft zu empfinden. Und manche Menschen haben einen Hang danach, gar nichts als zweifelhaft zu empfinden. Das heißt, das Maßstab dafür, ob etwas zweifelhaft ist oder nicht, ob etwas suspekt ist oder nicht, ist nicht dein Gefühl, sondern das muss mit der Scharia gemessen werden. Ich gebe euch ein Beispiel für etwas Zweifelhaftes, was man unterlassen muss. Auch die Zweifel, die Shubuhat, die in dem Hadith von Nu'man ibn Bashir überliefert werden, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Halal ubayyinun, Al-Haram ubayyinun, wa baynahuma mushtabihatun. Der Halal ist offensichtlich und das, was Haram ist, ist offensichtlich. Und dazwischen gibt es Mushtabihat. Mushtabihat sind Unklarheiten, ungewisse Dinge, zweifelhafte Dinge, die viele Menschen nicht kennen. La ya'lamuha kathiru minanas. Viele Menschen kennen sie nicht. Und wisst ihr, hier ist auch ein ganz interessanter Punkt. Der Prophet sagt, viele Menschen kennen sie nicht. Das heißt, es gibt Menschen, die es kennen. Richtig? Nur weil für dich etwas eine Sache der Shubha ist, muss es nicht für die ganze Welt eine Sache der Shubha sein. Wenn es für dich eine Shubha ist und diese Shubha basiert auf Prinzipien der Scharia, dann unterlass es. Aber zwing nicht jeden Einzelnen dazu, das ebenfalls zu unterlassen. Es kann sein, dass es für ihn eine ganz offensichtliche Sache ist. Jedenfalls, ich gebe euch ein Beispiel, die Shubuhat sind auch, haben verschiedene Ränge. Nicht alles, was zweifelhaft ist, muss gelassen werden. Es gibt Dinge, die muss man unterlassen. Es gibt Dinge, die kann man unterlassen. Es gibt Dinge, sie zu unterlassen ist besser, als sie zu tun. Aber die Shubuhat sind nicht alle auf einer Stufe. Ich gebe euch ein Beispiel für eine Shubha, die man unterlassen muss. Beispielsweise, du hast ein Tier gejagt. Jagen ist erlaubt oder nicht? Jagen ist erlaubt. Jagen, du hast ein Tier gejagt. Ich frage deswegen, weil man die Beute natürlich nicht geschächtet hat. Richtig? Kann ja auch schon vorher gestorben sein. Aber Jagen ist legitim. Also das gibt einmal die Schächtung, einmal das Jagen. Du hast ein Tier gejagt, du hast es getroffen und das Tier fällt in den Bach. Also du hast es tödlich getroffen, aber das Tier, als du es getroffen hast, war es noch am Leben. Es ist direkt, im Nachhinein ist es in einen Bach gefallen. So, jetzt besteht die Möglichkeit, dass das Tier gestorben ist, nicht durch die Wunde, die du verursacht hast, sondern dass es ertrunken ist. Richtig? Was machen wir jetzt in diesem Fall? Es gibt ja eine offenbare Ursache der Legitimität, nämlich das Jagen. Du hast das Tier gejagt und getroffen. Und dann gibt es hier eine Ursache des Tahrim, und das ist, dass dieses Tier ein Kadaver ist, nämlich weil es von sich selbst gestorben ist. Das ist eine Shubha, die du meiden musst. Oder du bist in einem Dorf, in einer kleinen Siedlung. Solche Beispiele sind vielleicht nicht realistisch, aber ich erwähne sie, weil sie in den Büchern des Fiqh erwähnt werden. Du bist beispielsweise in einer Siedlung, da gibt es 10 Frauen. Okay? 3 von diesen Frauen sind für dich verboten, weil sie ihr beispielsweise, Geschwister seid. Ihr seid Milchgeschwister. Nennt man sie so im Deutschen? Milchgeschwister. Das heißt, die gleiche Frau hat euch alle gestillt. Aber du weißt nicht, welche dieser 10 Frauen diese 3 sind.
Du weißt aber, dass drei Frauen von diesen zehn deine Milchgeschwister sind. Okay? Darfst du sie jetzt heiraten? Darfst du eine Frau aus diesem Dorf heiraten? Darfst du nicht heiraten. Weil, warum? Weil du kannst das Verbotene, nämlich das Heiraten eines dieser drei Frauen, nur meiden, indem du das Erlaubte meidest. Versteht ihr? Aber solche Regeln, die Fuqaha erwähnen, dass es nur gilt, wenn das Verbotene und das Erlaubte, also wenn das Ganze, die Gesamtzahl, wenn sie mahsur ist. Das heißt, sie befindet sich in einem geschlossenen Ausmaß. Also es ist nicht sehr groß. Wenn das nämlich in einer Stadt wäre, wo beispielsweise 1000 Frauen wohnen, oder ja, 1000 Frauen sagen wir mal, oder 100 Frauen, und du weißt, dass eine von denen oder zwei oder drei nicht legitim für dich sind, aber du weißt nicht, wer das persönlich ist, ist es trotzdem verboten, dort zu heiraten? Musst du alle 100 Frauen meiden? Das ist nicht verboten. Das führt nämlich zu Maschaqqa. Das führt zu Schwierigkeiten. Und das nennt man Umum al-Balwa. Und sowas ist in der Scharia, sowas wird in derartigen Fällen wird in der Scharia wieder ein Hebel runtergezogen, sozusagen. Die Sache wird dann wieder leicht gemacht. Daher gibt es auch diesen Ausdruck in den Regeln der Scharia. Ida daqa al-amr ittasa. Wenn etwas zu eng wird, also es würde zu viele Schwierigkeiten bereiten, es würde zu große Umstände für die Gesellschaft bereiten, wird es wieder ausgeweitet, wird wieder gelockert. Und das ist hier so ein Beispiel dafür.